Das ist die harte Wahrheit, die sozusagen universell in diesem Film steckt, dass man eben aufpassen muss, dass man seine jugendlichen Ideale nicht verrät im Konformismus. Berlin 1896. Alexander Hoffmann ist ein ambitionierter Ethnologe. Als im Zuge einer sogenannten Völkerschau eine Delegation von Herero und Nama aus Afrika anreist, lernt Hoffmann deren Dolmetscherin Kizia kennen. Durch die Begegnung mit ihr widerspricht er schon bald der zu dieser Zeit gängigen evolutionistischen Rassentheorie. Einige Jahre später reist Hoffmann selbst nach Afrika, um weiter zu forschen. Doch stattdessen erlebt er mit, wie deutsche Soldaten den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts verüben. Kalahari wird vollenden, was wir angefangen haben. Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht. Der vermessene Mensch thematisiert ein bislang wenig beachtetes Kapitel deutscher Geschichte. Geschrieben und inszeniert hat den Film Lars Kraume. Auf der Berlinale haben wir ihn zum Interview getroffen. Hallo Lars, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal erklären, wie bist du denn auf die Idee zu dem Film Der vermessene Mensch gekommen? Hi, es gibt so verschiedene Ursprungsmomente. Einer war, dass meine Frau mir 2018 zu Weihnachten von Uwe Timm das Buch Morenga geschenkt hat, weil sie wusste, dass ich schon mal in Namibia war und mich irgendwie mit Geschichte immer beschäftige. Und Uwe Timms Roman von 1978 ist eigentlich die wichtigste fiktionale, wobei man gar nicht richtig sagen kann, dass es fiktiv ist, weil er eigentlich ein Quellenroman ist. Jedenfalls der wichtigste Roman zu dem Thema aus der deutschen Literaturgeschichte. So. Und damit habe ich angefangen, eigentlich mit dem Gedanken, Uwe Timms Roman zu verfilmen. Und habe auch Uwe Timm oft getroffen, mit ihm geredet, ist auch bis zum Ende quasi Berater für das Projekt geblieben. Aber der Roman ist eben ein Soldatenroman und spielt dadurch wirklich sehr in diesen Kampfhandlungen. Und das hätte bedeutet, dass ich noch viel mehr von dieser Brutalität von weißen Soldaten gegen schwarze Menschen hätte drehen müssen, und das wollte ich nicht so gerne. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen entfernt, indem ich mir eine neue Figur gefunden habe, nämlich den Ethnologen Hoffmann, der eine fiktive Figur ist, die aber quasi eine Odyssee durch diese realen Ereignisse macht. Und der hat mir ermöglicht, dass ich so ein bisschen weiter weg von dieser permanenten Brutalität bin. Genau, und was war dir dann, sag ich mal, so auch bei der Tonalität und bei dem Stil des Films wichtig? Also wie wolltest du den Film inszenieren? Also wichtig war eben, es gibt verschiedene Sachen bei diesen historischen Filmen, die ich wichtig finde. Zum einen, mal das erste ist, wenn man Filme über geschichtliche Ereignisse macht, müssen sie, finde ich, wirklich was mit der Gegenwart zu tun haben. Und in der Gegenwart ist es so, jetzt dieser Genozid liegt 120 Jahre zurück. Was hat das mit der Gegenwart zu tun? Das stärkste Symbol dafür ist, dass wir eben noch immer Tausende von Schädeln in den ethnologischen Sammlungen und Archiven haben, die noch nicht restituiert wurden, die aus kolonialen Kontexten, auch aus Namibia, nach Deutschland verbracht wurden. Und diese Schädel sind zentrales Bestandteil der Geschichte. Also Hoffmann, die Hauptfigur, ist eben Ethnologe, aber auch Anthropologe und Kraniologe, also forscht an Schädeln. Das ist die pseudowissenschaftlichen Rassentheorien der Zeit, beruhten auf diesen Schädelmessungen. Und dadurch, dass wir das ins Zentrum gerückt haben, glaube ich, wird jedem sofort klar, diese Schädel, die heute noch in Deutschland sind, die noch nicht bestattet wurden, die müssen einfach restituiert werden. Und wenn wir das gemacht haben, dann hängt daran natürlich auch eine Art von Entschuldigung, Reparationszahlung und dann auch ein neuer Deal, den man mit ehemaligen Kolonialgebieten schließen kann, weil man dann tatsächlich auch über die vergangene Schuld mal geredet und verhandelt hat. Das war das eine. Das andere ist aber, dass so ein Film natürlich ein Kinofilm ist und kein politisches Pamphlet, und auch wenn er eine politische Botschaft hat, aber als Kinofilm braucht man eine archaische, auch irgendwie zeitlose Geschichte, und die ist in diesem Fall die charakterliche Veränderung dieser Hauptfigur Hoffmann, ein junger Wissenschaftler, der denkt, er könne ein großer Wissenschaftler werden und der nach Anerkennung strebt und der sich gegen den Geist seiner Zeit stellt, nahezu rebellisch an der Universität sozusagen für die Gleichheit von schwarzen und weißen Menschen eine Vorlesung hält und sofort dafür abgestraft wird. Dann kriegt er eine zweite Chance,
nämlich diese Expedition nach Namibia. Und im Zuge dieser Expedition glaubt er, mit seiner Wissenschaft die Dinge ändern zu können, und begeht dabei im Namen der guten Wissenschaft schreckliche Taten. Und all diese schrecklichen Taten führen dazu, dass er natürlich irgendwann einfach ein schrecklicher Mensch wird. Und diese charakterliche Veränderung, also diese Veränderung hin zum Bösen und zum Konformismus und weg von der jugendlichen Naivität, die Welt verändern zu können, das ist die harte Wahrheit, die sozusagen universell in diesem Film steckt, dass man eben aufpassen muss, dass man seine jugendlichen Ideale nicht verrät im Konformismus. Und das war mir auch wichtig, weil natürlich, wie gesagt, weil das sind so die verschiedenen Elemente, aus denen solche Filme bestehen. Und dann in der Umsetzung war es so, also was ich schon gesagt habe, wir wollten jetzt nicht permanent Gewalt ausbeuten für die Spekulation, für den Effekt im Kino. Deshalb sind wir, es gibt ein paar brutale Szenen. Man kann natürlich die Gewalt auch nicht negieren, denn das ist ja wichtig, dass man davon erzählt, dass da wirklich ein Genozid stattgefunden hat. Aber ich wollte keinen Film machen, der sich permanent an dieser Gewalt auch quasi gar nicht satt sehen kann. Das kennt man ja auch aus dem Kino. Und dann war es zum Beispiel dem Kameramann Jens Harrand auch ganz wichtig, dass wir den Film in einer gewissen Sachlichkeit erzählen und nicht wir als Filmemacher, als Künstler nicht so richtig uns da in den Vordergrund spielen, sondern uns ein bisschen zurückhalten. Der Film hat eine gewisse Sachlichkeit. Ich finde, er sieht gut aus und er ist gut gespielt und er ist toll ausgestattet und auch die Kostüme sind alles historisch sehr akkurat gemacht. Aber er hat jetzt keine für die Künstler auffällige Handschrift. Und das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen so ein bisschen hinter dieses Thema zurücktreten und den Film eben gut und ansehnbar präsentieren, aber uns da nicht so in den Vordergrund spielen. Das hier ist der Feind und wir werden ihn vernichten! Wo ist sie? Das war ja der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. Und ich persönlich hatte das in dem Ausmaß überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm, weil man auch in der Schule natürlich, man viel konzentriert sich auf den Zweiten Weltkrieg, aber im Prinzip ist ja die Ideologie, die dahinter steckt, ist ja quasi ein Vorläufer für die Nazi-Ideologie. Was glaubst du, warum ist dieses Thema bisher überhaupt in der breiten Öffentlichkeit nie so behandelt worden? Also es gibt eine einfache Erklärung, denke ich, zunächst. Deutschland ist nach der Kongo-Konferenz 1884-85 in Berlin überhaupt erst in dieses Kolonialgeschäft eingestiegen, hat dann relativ große Gebiete besetzt in verschiedenen Regionen der Welt und hat dann aber 1919 nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg alle Kolonien abgeben müssen. Und dann kam eben die Machtergreifung und der Zweite Weltkrieg und all das. Und nach 1945 haben die Deutschen natürlich sehr lange erstmal mit der Aufarbeitung dieses unglaublichen Dritten Reichs zu tun gehabt. Und als dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die großen Freiheitskämpfe der ehemaligen Kolonialgebiete stattfanden, also der Vietnamkrieg, oder bis hin in die 80er Jahre der Falklandkrieg oder eben der Algerienkrieg oder so. Also als die anderen ehemaligen Kolonialmächte ihre ganz großen, schrecklichen Kämpfe zu kämpfen hatten, waren die Deutschen sozusagen fein raus, weil sie hatten eben nach 1919 keine Kolonien mehr und man hat so getan, als ob man nie was damit zu tun hatte und hat auf die anderen gezeugt, also ja, jetzt habt ihr ein Problem in Vietnam und in Algerien. Und das ist natürlich nicht wahr. Und als dann Namibia als letztes afrikanisches Land 1990 unabhängig wurde, ging das eben scheinbar unblutig ab. Ich meine, es gab einen langen Krieg in Angola davor, aber die eigentliche Unabhängigkeit Namibias kam mit dem Mauerfall und so fand das in der Öffentlichkeit eben nie ein richtiges Echo. Und in den Schulen wird es eben auch tatsächlich kaum unterrichtet. Und ich denke, das ist so die Erklärung, warum wir das Gefühl hatten bisher, dass der Kolonialismus gar nicht so sehr unser Thema ist.
Genau, und jetzt meine Frage zur Besetzung. Also mit Leonard Schleicher hast du ja schon bei Das Schweigende Klassenzimmer zusammengearbeitet. Stand er da von vornherein fest? Und dann auch, wie seid ihr auf Girlie gekommen? Also genau, Leonard ist eine fantastische Besetzung, finde ich. Das Projekt hatte einen ganz schön langen Vorlauf und es gab auch von Anfang an natürlich verschiedene Ideen, wie man das besetzen hätte können. Das Wichtigste ist, wenn man sowas macht, dass man natürlich Menschen hat, mit die sich da auch vertrauen. Weil das ist ein wahnsinnig heikles Thema. Aus Täterperspektive über Kolonialismus und Rassismus zu reden, ist einfach ein Thema, das einem Sorge bereiten sollte. Man muss da sehr sensibel sein und vorsichtig, und das ist in den falschen Partnerschaften kann sowas einem auch verrutschen. Und deshalb war die Zusammenarbeit, die Leonard und ich schon hatten, eine wahnsinnig wichtige Grundlage. Girlie kam dann dazu eigentlich durch fast einen Komparsen-Casting. Es gab eine große Casting-Videobänder, die ich mir angeschaut habe. Und die erste Schauspielerin, die da drauf war, und wie gesagt, ich war in dem Glauben, das ist eine Komparsin, war Girlie Jazama. Und ich dachte, wow, was haben die denn für Komparsen hier? Dann habe ich erst die Vita gesehen und habe gesehen, ach so, okay, das ist, die ist schon ein Star in Namibia. Wusste ich natürlich nicht. Auch interessant, weil man eben so wenig dann weiß. Und man muss sich da auch erst rantasten, auch an die Kulturschaffenden in so einem Land. Und wie gesagt, sie war mir nicht so angekündigt worden. Dann habe ich das gesehen, dann habe ich sie getroffen. Zu der Zeit lief ein Film mit ihr in der Hauptrolle im Kino. Dann sind wir ins Kino gegangen und waren total begeistert von Anfang an. Und haben dann tatsächlich auch das Drehbuch so umgeschrieben, dass ihre Rolle viel größer wurde und dass sie auch viel mehr Platz hatte, zu zeigen, was sie kann. Und dann kamen andere dazu. Peter Simonischek hat einfach zu der Zeit vor allem Theater gespielt und die Caster meinten, ja, das wird nichts, der Simonischek macht das nicht. Dann habe ich ihm das Buch geschickt und er hat es sofort gelesen und hat sofort zugesagt. Sven Schelker, der den Offizier von Krenzky spielt, mit dem hatte ich auch schon bei einer Serie gedreht, beim Bauhaus. Und so kam eben eins zum anderen. Und denkst du, dass so ein Film wie Der vermessene Mensch auch so ein bisschen Awareness für den ja immer noch vorhandenen strukturellen Rassismus schaffen kann? Also ich glaube, dass der Film, ich sage es anders, ich hoffe, dass der Film eine Awareness schafft und auch vielleicht Zuschauer erreicht, die sich nicht permanent mit Kolonialismus und Rassismus und strukturellem Rassismus und so beschäftigen, weil er eben nochmal, er ist eben auf der Leinwand, du kannst ihn dir angucken, er hat auch ein bisschen was Abenteuerliches, eine Reise in so ein fremdes Land und ich hoffe, dass er eben auch ein Publikum erreicht, das das nicht kennt, weil eben nicht alle Leute ständig sich mit diesen Themen beschäftigen.